Der Kelch des Leidens muss ausgetrunken werden, wollt ihr gesunden an eurer Seele, so dass diese als Lichtempfänger eingehen kann nach eurem Leibestote in das geistige Reich. Ihr wisst es nicht, welchen Segen für eure Seele euch das Leid bringen kann. Ihr wisst es nicht, wie diese sich wandelt in kurzer Zeit, indem sich die dichteste Umhüllung desselben auflesen kann, wozu sonst weit längere Zeit benötigt wird. Euer Leben ist bemessen, es währt nicht mehr lange, die Seelen aber stehen noch weit von ihrer Vollendung entfernt, und ich will ihnen helfen, doch noch einen bestimmten Reifegrad zu erreichen, auf dass sie nicht eine Neubahnung in der Materie zu gewärtigen haben, denn Letzteres erbarmet mich, und jede einzelne Seele möchte ich dieses Los ersparen. Eure Wille, die Seelenreife zu erlangen, ist sehr schwach, und so würdet ihr noch viel Zeit benötigen, um jenen Reifegrad zu erreichen. Diese Zeit steht euch aber nicht mehr zur Verfügung, und so wende ich darum Läuterungsmittel an, die wohl sehr schmerzvoll sind, doch überaus segenbringend sein können, so ihr euch nur in Demut und Ergebung in meinen Willen fügt, so ihr nicht murret und klagt, sondern mich selbst an euch arbeiten lässt mit Mitteln, die guten Erfolg versprechen. Ich weiß es, dass ihr leidet, weiß aber auch, wie ihr frohlocken werdet, so eure Prüfungszeit auf Erden vorüber ist und ihr sie bestanden habt, wie ihr mir danken werdet, dass ich jene Mittel anwandte, um euch zu retten vor endlos langer Zeit, erneute Gefangenschaft in der festen Materie. Was ich euch jetzt erspare, das müsst ihr im jenseitigen Reich ertragen, so ihr die Gnade habt, noch vor dem letzten Ende das Erdeleben verlassen zu können. Doch lebt ihr bis zu Ende, dann steht ihr in Gefahr, noch abzusinken, so ihr euch nicht zuvor völlig lösen könnt von irdischem Besitz, so ihr nicht zuvor zu der Erkenntnis gekommen seid, dass nur das geistige Leben wertvoll ist und dass das irdische Leben nur Mittel zum Zweck ist, ein Mittel zur Erreichung der Seelenreife. Gebt alles, was ihr besitzt, hin, um die Seelenreife zu erlangen, dann könnt ihr getrost das Ende erwarten, dann habt ihr euer Ziel auf Erden erreicht, ihr habt die Materie überwunden und seid reif für das geistige Reich. Der Erde Güter gebt freiwillig hin, um geistige Güter im Übermaß empfangen zu können, denn diese werden euch weit mehr beglücken, als irdisches Gut euch je beglücken kann. Trinkt den Kelch aus bis zur Neige, wisst, dass ihr meine Liebe besitzt, ansonsten ich euch nicht so leiden ließe, denn das Leid ist für euch, die ihr mich anerkennt, ein Läuterungsfeuer, weil ich will, dass eure Seelen kristallklar eingehen sollen in mein Reich, weil ich will, dass euch das Licht und die Kraft meiner Liebe durchströmen kann, ohne das geringste Hindernis zu finden. Und verliert nicht den Glauben an meine Liebe. Wer leidet, soll sich geliebt wissen von mir, denn ich ziehe ihn durch das Leid zu mir, wo er wahrlich dereinst Frieden und Seligkeit finden wird. Amen.